Ja, ich komme jetzt sinngemäß praktisch zum gestrigen Nachmittag zurück, wo wir 3D mit dem Klaus gemacht haben, mit dem Open S-Card. Und genau das Programm haben wir auch in der letzten Woche mit einzelnen Gruppen auf unserem Computercamp gemacht. Wir machen alle Jahr ein Computercamp für sehbehinderte und blinde Kinder, jetzt aus ganz Österreich. Und das läuft im Normalfall so ab, dass wir am Sonntagnachmittag ankommen, dann einen kleinen Begrüßungsabend machen, Eröffnungsabend, eine kurze Information auch für die Eltern. Die Kinder sind im Alter von 9 bis 14 Jahren, also so im Pflichtschulbereich, sagen wir so dritte, vierte Klasse Volksschule und dann Unterstufe, praktisch Hauptschule, neue Mittelschule, Gymnasium. Und die Kinder haben alle eine Sehbehinderung oder eine Blindheit. Und für die ist es dann besonders wichtig, mit dem Computer jetzt mit den Zusatzprogrammen umgehen zu können. Das heißt, wie man zum Teil schon gesehen hat, Braillezeilen, Braillschrift. Und die Programme, die brauchen wiederum eine eigene Bedienung. Und da geht es nicht nur darum, dass man jetzt ein Textverarbeitungsprogramm oder ein Konstruktionsprogramm bedienen kann, sondern eben auch den Screenreader und die Braillezeile, beziehungsweise dann auch auf der anderen Seite für die Sehbehinderten dann unterschiedliche Vergrößerungssoftware, die jetzt nicht nur die Sicht vergrößert, sondern auch einschränkt. Das heißt, da muss man dann immer wieder auch wechseln zur Gesamtansicht, zur Detailansicht. Und die Sachen, die sind Spezialthemen dann auch bei unseren Workshops. Beim Computercamp waren jetzt 23 Kinder, da waren 10 blind und 13 waren sehbehindert. Und wir haben 7 Computerlehrer gehabt. Das heißt, wenn wir dann ungefähr rechnen, dann waren in den einzelnen Gruppen so zwischen 2 und 4 Kindern, die ungefähr so das Gleiche lernen sollten, wollten, ausprobieren wollten. Und die Workshops laufen dann so ab, dass man am Vormittag von 9 bis 12 Uhr, am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr arbeiten und in den einzelnen Gruppen. Und dann kommen eben die Spezialsachen dazu. Und der Klaus ist ja nicht nur da bei den Knoppix-Tagen, der ist ja mittlerweile auch schon einige Jahre Mitglied vom Stammteam, vom Computercamp, worüber wir uns jetzt in doppelter Linie freuen, weil er einfach auch für das Referententeam einfach viel Input bringt. Und danke, Klaus, dass du dabei bist und für nächstes Jahr schon so halb zugesagt hast. Ja, ich habe ein paar Fotos, möchte ich euch zeigen, die jetzt bei der kleinen Zeitung online kommen. Das, ich glaube, die Maus ist eh da, dass ich mein, in Klaus auch bei der Arbeit und da die 3D-Modelle, die wir da auch im Original sehen, da sehen wir einen Buben arbeiten. Und die Sachen, die 3D-Geschichten, die sind halt jetzt schon ihre Bereicherung für das ganze Arbeiten, jetzt nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Lehrer. Weil es ist eine endlose Bastelgeschichte gewesen, was man bis man eine Pyramide gehabt hat. Dann sind die Kanten wieder nicht so gewesen, dann zusammengeklebt oder was weiß ich, was eine Kugel in oder konzentrische Kreise oder was, das ist eine irre Vorbereitungsarbeit gewesen, wo man stundenlang gesessen ist. Eine weitere Möglichkeit vom 3D-Druck sehen wir fast da schon jetzt relativ schön Landkarten. Das war von der Entstehung her war es im Normalfall so, dass man dann einfach Wollfäden gelegt hat und die festgelegt hat. Oder Plastikfäden, ne? Dass man das tastbar machen kann. Und so ist das, ja, Steiermark schon fast brauchbar, nur mehr zum Kopieren und zum Drucken. Ne? Ist eine und ich denke, mit einer Gruppe von sehbehinderten Kind, was da in die Kugel reingeschaut hat und den Würfel von unten angeschaut hat, von oben angeschaut und ich glaube so ungefähr 2 Stunden einmal experimentiert hat. Nämlich wirklich einmal die ganzen Objekte ganz nah da.
ihre Bereicherung. Ja. Zwei haben mir schon E-Mails geschickt, ja? Mit Modellen, die sie selber gemacht haben, ein UFO und ein Haus, und wollen die gerne ausgedruckt haben. Musste ich sie vertrösten, dass der 3D-Drucker noch nicht fertig ist, und den habe ich aber jetzt hier, das schicke ich dann nächste Woche raus. Aber beim Drucken können die unterstützen, wenn sie es. Oder das? Oder? Ja. Ja. Ja, warten wir es wieder in der Herschickung. Ich habe also nur PLA. Ich guck mal, die E-Mails müsste ich hier. Ja. Also ich kann da unterstützen. Ganz wichtig am Computercampus ist der Freizeitbereich, das Steckerlbrot machen. Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie von zu Hause weg sind. Und jetzt kommt ein witziger Satz, für viele Eltern ist es auch das erste Mal, dass ihre Kinder von zu Hause weg sind. Das heißt, wo sie nicht direkt eingreifen können, wo sie nicht direkt beschützen können, wo sie nicht direkt, ja, schlimm formuliert, Stopp sagen können. Und wo die Kinder dann einfach jetzt in der neuen Umgebung mit neuen Freunden, neuen Betreuern einfach auch einen anderen Spielraum haben, einen anderen Tastraum, einen anderen Erfahrungsraum. Das ist wahnsinnig wertvoll und für viele Eltern wahnsinnig schwer. Das einfach das Loslassen und es wird schon gut gehen. Die meisten behinderten Kinder sind überbefürsorgt, überbehütet. Und das hat schon seinen Wert da nachher, jetzt in dem Bereich, nicht, wenn die Eltern einfach auch jetzt für ihr Kind jetzt in dem Sinne das Beste wollen, damit nichts passiert. Aber auf solche Camps kommen sie auch untereinander zusammen und im Normalfall sind die Kinder ja alle integrativ betreut, das heißt, sie gehen eigentlich allein in eine Klasse, wo sehende Kinder drin sind, so Nichtbehinderte, und sind dort immer mit ihrer Behinderung immer ein bisschen was Besonderes, aber auch immer ein bisschen allein. Und da kommen sie zusammen, treffen andere Kinder auch, die auch nichts sehen oder die auch schlecht sehen. Interessanterweise, auch die Eltern treffen sie nachher. Ne? Die sehen, sie sind auch nicht allein. Es gibt andere Eltern, die auch ein Kind haben, was schlecht sieht oder blind ist. Da laufen ganz, ganz tolle Netzwerke nachher dahin. Ja, zusätzlich nicht zum ganzen Computern laufen immer auch so Großprojekte im Hintergrund, und da ist eins entstanden, gemeinsam mit einem Hörspiel produziert, da ist dann Wolf und die sieben Geißlein gekommen, wo die Kinder dann auch zu unterschiedlichen Zeiten dann ihre Rollen gelesen haben, und dann haben sie es wieder gemeinsam zusammenmontiert, mit anderen Klängen hinterlegt, und das ist eine ganz tolle Geschichte geworden. Ja, das ist. Ja, da ist auch Klaus bei der Arbeit. Sehr kompliziert auch beim Steckerlbrot, ist wie halt der Teig, nicht der rohe Teig am Stockerl drauf. Ne? Geht's dahin. Ja, und das ist so, ich glaube, der Eröffnungsabend gewesen, wo Kinder und Eltern noch zusammen gewesen sind. Ja. Also das ist auch von der Stimmung her, ist es einfach eine gute Stimmung, eine angenehme Stimmung. Und es sind einfach so viele Ideen nachher dabei, die auch entstehen. Auch die, Cardboard, ne? Haben wir auch eins gehabt zum Ausprobieren. Wird sicher Thema werden. Ne? Vor allem, weil man jetzt da wirklich das ganz Neue auch herbringt. Fernsehen schauen ist auch für Blinde, ist auch für Sehende immer wieder Thema. Ne? Weil zum Teil die Geschichten dann auch mit Audiodeskription noch sehr interessant sind und dann sehr viel sichtbar wird. Und für die Sehbehinderten, die können den Bildschirm ganz neu herannehmen. Ja, ist das dann was, ja? Ja, okay. Ja. Das ist oft so, nicht, dass dann Sehbehinderte oft so bis zu einem halben Meter recht gut sehen. Aber dann ist aus. Ne? Und das ist dann, bewirkt unsicheres Gehen, fällt dann nachher das weitere Hinschauen, fällt nachher nicht. Aber wenn ich jetzt das ganze Bild ganz nah zu mir hernehmen kann, ne? dann habe ich das Erlebnis. Nicht? Bin ich mittendrin. Ja, ich möchte euch noch, vor 2 Jahren ist
ein kleines Video so entstanden beim OCC in Klagenfurt. Und eben wie jetzt das Hörspiel war damals eben so das Video nachher damals Thema. Und es kann auch noch ein bisschen einen Eindruck geben, auch von der Stimmung. Vergrößerung. Tag der offenen Tür machen wir auch immer. Eben um Politiker zu informieren, Zeitungen zu informieren, Fernsehen. Ja, das kleine History, 1999 haben wir angefangen und da sieht man dann, wie viele Kinder so im Laufe der Zeit auch teilgenommen haben. Thank you.
ja, das war. Kleiner Überblick. Jetzt war eben noch 2014 war in Saarleinsbach, 2015 wieder in Stubenberg. Wir wandern auch immer wieder ein bisschen durch Österreich. Die Häuser sind immer wieder eine Herausforderung, aber es ist ein tolles Team, das im Laufe der Zeit entstanden ist. Es ist sehr umfangreich, eben bei 23 Kindern haben wir 7 Computerlehrer, 5 Freizeitbetreuer, 2 Techniker und dann haben wir praktisch noch auch noch das Personal, was fürs Essen und fürs Schlafen sorgt. Das sieht man nachher nie. So. Es ist ein sehr schönes Projekt, ich mag es immer wieder gern, eine ganz spannende Geschichte. Danke, jetzt wünsche ich uns einen schönen Abend, glaube ich. Webadresse gehen, die 192.168 Internet Explorer müsste auch gehen, ja. Achso, da. Ja, das ist. Probier mal. Schau mal. Chrome. 192.168, ja, stimmt schon, passt schon. Die Adresse ist richtig. So, und dann oben auf Vorlesung live ansehen, also oben auf der Seite, ja genau, das ist hat da? Die HTML5-Version. Links? Falsch. Alles andere links. Die, ja, genau, so, ja, das bin ich, genau. Gut, also, wer jetzt diese Cardboard-App hat, ich hoffe, dass die Bildwiederholfrequenz reicht aus, und guckt durchs Cardboard und sieht trotzdem 2 von diesen Figuren statt eine, dann muss man die Abstände zwischen Augen, Cardboard und Linse neu einstellen und das geht leider ausschließlich mit einem QR-Code. Es gibt also kein Programm, womit man irgendwo bei Einstellungen Zentimeter oder so eingeben kann und dafür gibt es diesen Google Viewer Profile Generator. Adresse steht hier oben, google.com, Cardboard, Viewer Profile Generator. Also wenn man nach Profile Generator sucht oder nach Cardboard Einstellungen, findet man den. Und dort trägt man für das eigene Cardboard die richtigen Daten rein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man da dran? Es ist ganz einfach so, man fängt mit den Defaults an, ändert immer einen Wert, scannt dann den QR-Code ab, der da rauskommt bei Generate Profile. Ja, da erzeugt er so einen QR-Code. Der wird dann mit Hilfe von der App, die erscheint, wenn man in der Mitte auf Einstellungen klickt bei den Cardboard-Apps. So, müsste gleich zu sehen sein. So, da ist ja unten in der Mitte dieser Einstellungsbutton, immer auf dem zweigeteilten Bildschirm. Und wenn man da drauf geht, dann gibt es nur diesen einen Konfigurationspunkt Setup. Und wenn man den anklickt, bekommt man angezeigt, im Moment ist der Default Viewer eingestellt. Ja, und dann mit einem Klick auf Switch Viewer kann man einen QR-Code abscannen. Ja, find this symbol on your viewer ist auch der Hinweis. Wenn man den richtigen QR-Code gefunden hat, dann sollte man ihn tatsächlich auf die Brille aufkleben. Ich scanne den jetzt also mal ein. Plöpp, der meldet sich dann auch gleich und sagt, er hat gefunden. Cardboard von Michael. Also man kann dem auch einen Namen geben, dann kann man es anhand des Namens identifizieren. Und jetzt stimmt der Augenabstand und Abstand zum Bildschirm, dass die beiden Bilder sich richtig überlagern, speziell für dieses Cardboard, speziell für dieses Smartphone. Ja, ist ein bisschen aufwendig, erst den QR-Code zu generieren, aber wenn man den mal hat, ja, dann kann man ihn einfach hinten auf die Brille draufkleben, ja, das ist der für das OnePlus One und auf der anderen Seite habe ich noch den originalen von Google, der hat bisher bei keinem Smartphone bei mir funktioniert. Nein, nur vom Abstand der Linsen vom Bildschirm und halt sehr stark von der Bildschirmgröße. Ja, also wenn man halt ein relativ großes Smartphone hat, was hier in das Cardboard kaum reingeht, dann stimmen die Abstände überhaupt nicht. Und in dem Fall, Tipp von mir, es hat eher geholfen, die Werte, die da stehen, zu verkleinern. Also genau umgekehrt, wie wenn man es erwarten würde, dass man die Screen, die Interlens Distance runterschrauben muss, statt hoch, und dann hat es gepasst. Ja.
Also immer einen Wert verändern, 5 hoch oder 5 runter und dann schauen, ob es beim nächsten Mal besser aussieht. Mit dem Abstand Bildschirm zu Linse kann man im Prinzip, wie nah man am Objekt dran zu sein scheint, verändern. Also den Zoom-Level und der Abstand zwischen den Linsen, das ist der entscheidende dafür, dass es den 3D-Effekt gibt. Der Wert ist also der, den man verändern muss, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Die anderen Werte sind relativ egal. Was noch eine Rolle spielt, sind diese Koeffizienten K1 und K2. Wenn man ein Viereck oder einen Würfel im Viewer anguckt und da scheinen die Seiten rund zu sein, dann sind die verzerrt und dann kann man über diese K1 und K2 in vertikaler und horizontaler Richtung diese Linien wieder gerade biegen. Ja, das ist aber erst der zweite Schritt. Der erste ist, die Bilder so zueinander zu kommen, dass man es wirklich als ein 3D-Bild sieht und nicht als zwei getrennte Bilder. Und das macht halt diese Inter-Lens-Distance, das ist der entscheidende Parameter dafür. Gut, wollte ich noch erwähnt haben, weil meine Erfahrung ist eben, man packt diese Brille aus, setzt sie zusammen, steckt das Smartphone rein und ist dann enttäuscht, dass es entweder macht es Kopfschmerzen, weil man schielen muss, oder man kriegt kein 3D-Bild zustande, weil halt die Abstände einfach nicht stimmen. Zumindest mal, wenn man kein Smartphone mit der Standardgröße hat, wie groß wird die sein, ist man wahrscheinlich so iPhone-mäßig. Sobald es größer oder kleiner ist, stimmt es halt nicht mehr mit dem Bild überein. Okay, Viewer Profile Generator für Cardboard. Gut, was machen wir jetzt? Helmut? 17:20 Uhr, die Bänke dürfen aufgeben. Okay, alles klar. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.